Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil Weiters Meerwasser kurz erklärt. Heute mal in den frühen Morgenstunden, wie ihr seht, das ist mein Sonnenaufgang. Das Thema heute ist das leidige Thema, das wir alle kennen, und zwar Phosphat. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, das Thema Phosphat ist ein sehr großes und wir alle haben früher oder später mal Probleme damit und ich versuche euch hier heute dann mal so ein kleines bisschen den Einblick zu geben, wo es herkommen kann und was man dagegen macht. Jetzt ist es so, dass wenn Phosphat entsteht, es einerseits natürlich für unsere Korallen wichtig ist, in einem gewissen Maße. Ich sage es mal, für so ein Becken hier wie meins ist ein Wert zwischen 0,05 ja, und 0,08 relativ brauchbar. Wobei der Wert 0,08 schon, ich sage mal, hochgegriffen ist. Lieber ein kleines bisschen weniger an die 0,05 ran, als wie zu hoch. Weil zu viel Phosphat kann natürlich unter anderem auch Algenwachstum fördern. Nun ist es so, dass Phosphat in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Wegen in unser System reinkommt. Wenn ich ein Aquarium neu starte, nehme Lebendgestein, habe ich natürlich einerseits durch den Absterbeprozess von Schwämmen, Muscheln etc. erstmal dementsprechend, ich sage es mal, ein Wertekarussell, was jenseits von Gut und Böse ist. Das ist normal. Da kann man auch relativ wenig gegen machen. Das muss man sich erstmal sich setzen lassen. Und wenn das dann einigermaßen passt, dann kann man anfangen, dementsprechend zu besetzen. Jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel hingehe und meine Becken totstarte, habe aber den Nachteil, dass ich natürlich auf die Bakterien, die auf dem Lebendgestein drauf sind und auch drin sind, erstmal verzichten muss. Diese muss ich natürlich erstmal ansiedeln. Also einerseits ist es gut, mit Lebendgestein zu starten, weil man eine entsprechende Kultur drin hat, schon an Bakterien. Andererseits ist durch den Transport und nur durch das Feuchthalten natürlich nicht gewährleistet, dass alles, was auf diesen Steinen drauf ist, auch überlebt. Und durch den Absterbeprozess entstehen unter anderem auch Phosphate. So, das nächste, wie wir Phosphat ins Becken reinbekommen, ist in der Regel das Futter und ein zu hoher Fischbestand. Beim Futter ist es so, einerseits benutze ich da oben ja dieses Granulat, was natürlich auch in Anführungszeichen hier und da Phosphat mit einbringt. Aber die größte Quelle ist in der Regel das Frostfutter. Und beim Frostfutter muss man dann schauen, wie reagiert mein System, beziehungsweise wie nimmt mein System das im Endeffekt auf. Jetzt ist mein Becken hier natürlich sehr dicht besetzt und es wird auch ein großer Teil vom Phosphat aufgenommen, aber auch nicht alles. Das heißt, ich muss mein Futter auch behandeln, beziehungsweise spülen. Habe ich oben mir ein kleines Sieb gebastelt, kann man natürlich auch ein T-Sieb nehmen und spült es ganz normal unter Leitungswasser aus, eine gewisse Zeit. Das hat aber unter anderem natürlich auch wieder den Nachteil, dass wenn man behandeltes Futter hat mit Knoblauch, mit Vitaminen und, was halt alles noch an Zusätzen reingepackt wird normalerweise, dass sowas natürlich auch mit ausgetragen wird beim Spülprozess. Also muss man gucken, packe ich es jetzt ungespült rein, bringe ich natürlich das Phosphat mit rein. Kommt mein System mit dem Phosphat klar, ist das okay. So, kommt mein System mit dem Phosphat nicht klar, muss ich dementsprechend hingehen und das Futter spülen, bringe aber wahrscheinlich weniger oder fast gar nichts von den entsprechenden Zusätzen, die in dem Futter drin sein sollen, dann mit ins Becken. Jetzt habe ich natürlich eben gesagt, dass ein Phosphatwert von 0,05 anzustreben ist. Da stehen die Korallen am besten und die Erfahrung habe ich unter anderem hier auch gemacht. Aber es muss natürlich auch im richtigen Verhältnis zum Nitrat sein. Na, da kommt dann wieder das Redfield-Verhältnis zum Tragen. Ich arbeite hier mit einem Wert von 1 zu 100. Das heißt, bei einem Nitratwert, bei einem Phosphatwert von 0,05 versuche ich einen Nitratwert von 5 zu halten.
dann habe ich gemerkt, beziehungsweise dann ist das System, ich sage mal, vernünftig ausgeglichen. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass viele Becken natürlich auch mit einem weitaus höheren Phosphatwert fahren können. Allerdings gilt das nicht für diese SPS. Ab einem gewissen Punkt werden die SPS braun, beziehungsweise sterben gegebenenfalls auch ab, wenn der Phosphatwert zu hoch ist. Und deshalb sollte man auch schauen, dass man den Wert bei 0,05 so in der Regel hält. Also mein Becken schwankt hier zwischen 0,05 und 0,08 und da versuche ich dann dementsprechend immer einzugreifen. Zum Eingreifen kommen wir später, was wir da für Möglichkeiten haben. Wie gesagt, es gibt auch genug Becken, die mit einem Wert von 0,1 oder 0,12 fahren. Das habe ich auch schon gesehen, das funktioniert auch hier und da, ist aber auf Dauer nicht gesund. Und vor allem, es können keine höheren Korallen eingesetzt werden oder SPS, die vertragen so hohe Werte nicht. Ja, das sind meistens LPS, die mit sowas klarkommen oder Weichkorallen. Aber bei den SPS, ich sage das mal, die zeigen einem irgendwann den Mittelfinger und sagen, nee, gefällt mir nicht, ich sterbe ab. Und das sind dann die Bereiche, wenn die Korallen dann anfangen, weiß zu werden. Jetzt hatten wir eben ja die Einbringung von Phosphat durch unser Futter. Bei der Sache ist es im Endeffekt so, ist egal, ob ich das Futter jetzt gespült habe oder nicht, man sollte nach Möglichkeit hingehen, wenn man füttert, die Strömungspumpen ausschalten. Hat den Hintergrund, dass das Futter, ich sage jetzt mal, zentral an einer Stelle runtergeht und dort die Fische sich dementsprechend schnell bedienen können. Beim Füttern bitte darauf achten, dass es nicht zu viel auf einmal ist, dass der Fisch, ich sage jetzt mal, das muss man beobachten, wie viel können die in der kurzen Zeit aufnehmen, wo das Futter langsam aber sicher absinkt, verschwindet es komplett, also wird es komplett vom Fisch gefressen oder verschwindet es im Riff. Wenn es im Riff verschwindet, war es natürlich zu viel auf einmal, dann muss man dementsprechend hingehen und weniger füttern. Wenn man jetzt die Strömungspumpen allerdings anlässt und das Futter dementsprechend oben reinschmeißt, wird es komplett im Becken verteilt. Ist natürlich schön, jeder kommt dementsprechend an Futter dran und aber es wird auch hinters Riff getragen und es kommt an tote Stellen. Und da haben wir die Problematik, dass sich dann das Futter da absetzt, anfängt zu gammeln, sich Depots bilden und unser Phosphatwert natürlich auch dadurch wieder ansteigen kann. Kommen wir jetzt zu den Maßnahmen, wie wir unseren Phosphatwert ein bisschen in den Griff bekommen können. Zum einen natürlich angepasst füttern und ich sage jetzt mal, mit den Fischen nicht übertreiben vom Bestand her. Der erste Punkt, wo wir unseren Phosphatwert zum Teil runterkriegen können, ist der Wasserwechsel. So, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt einen, ich nehme jetzt den fiktiven Wert 0,1, da lässt sich besser mit rechnen. Wenn ich jetzt einen Wasserwechsel von 20% mache, alle 14 Tage zum Beispiel, dann senke ich den Phosphatwert natürlich von 0,1 auf 0,08. Das ist erstmal sehr schön, damit kriege ich natürlich prozentual den Wert erstmal runter. Jetzt habe ich aber die Problematik, dass sich das Phosphat in den Steinen einlagert, beziehungsweise an, ja, es bildet da dementsprechend Depots. Ich senke den Wert auf 0,08 und aus den Steinen kommt der ganze Rest wieder raus. Und in relativ kurzer Zeit ist mein Wert wieder oben, bei diesen, ich sage mal, fiktiven 0,1. Da haben wir natürlich die Problematik, dass wir dann dementsprechend die entsprechenden Maßnahmen, wie zum Beispiel beim Füttern, einsetzen müssen, dass wir nicht zu viel Material ins System bringen, damit es sich auch nicht in den Steinen anlagert. Weil, wenn es sich in den Steinen einmal eingelagert hat, dauert es sehr, sehr lange, das Ganze, ich sag mal, den ganzen Mist da wieder rauszubekommen, das Phosphat, was sich eingelagert hat. Und das ist eine echt langwierige Angelegenheit und geht auch sehr an die Nerven, wenn es dann, ja, ich sag mal, über einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen geht, bis wir unseren Wert vernünftig gesenkt haben bei phosphatbelastetem Gestein. Die nächste Möglichkeit, Phosphat aus unserem System herauszubekommen, ist natürlich der Abschäumer. Jetzt habe ich zum Beispiel hier die Erfahrung gemacht, dass es nicht gleichmäßig ausgetragen wird, also sprich Phosphat und Nitrat zu gleichem Maße. Ich habe einerseits hier momentan einen Wert zwischen 0,05 und 0,08. Und mein Nitrat ist auch ziemlich weit unten, weil der Abschäumer dementsprechend die Nitratverbindung eher rauszieht wie die Phosphatverbindung. Da muss ich dann natürlich im Endeffekt einlenken und nachsteuern,
Wenn ich mein Phosphat, ich sage jetzt mal, nur über den Abschäumer rausziehen will, muss ich schauen, dass ich im Umkehrschluss meinen Nitratwert wieder hochziehe. Künstlich. Also ist natürlich wieder eine Zwickmühle, wenn ich zu viel Phosphat ins System einbringe, wie es hier wahrscheinlich im Moment bei mir der Fall ist, muss ich auf der anderen Seite auch wieder viel Phosphat rausholen, ziehe aber auch andere Materialien über den Abschäumer mit raus und muss dann dementsprechend hingehen und den Nitratwert künstlich hochhalten. Ein entsprechend dimensionierter Abschäumer fürs Becken ist natürlich unerlässlich. Er muss natürlich Material rausholen. Und ist der Abschäumer zu schwach, kann es natürlich auch zum Anstieg entsprechender Werte kommen, also sprich vom Phosphat und auch vom Nitrat. Also sollte dieses Gerät dementsprechend aufs Becken abgestimmt sein. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das nächste, was gebräuchlich ist, um Phosphat hier aus unserem System herauszubekommen, sind Absorber. Die gibt es jetzt in verschiedenen Varianten. Es gibt einmal die Absorber auf Eisenoxidbasis, die unter anderem ich auch einsetze und kenne. Und dann gibt es die Absorber auf Aluminiumbasis. Kann ich nicht ganz so viel zu sagen, eigentlich gar nicht, weil ich sie selber noch nie eingesetzt habe. Und es gibt Flüssigabsorber. Da kommen wir aber später zu. Fangen wir erstmal mit den, ich sag mal, Granulatabsorbern auf Eisenoxidbasis an. Das ist, kann unter anderem, ich sage es mal, Namen, ich setze Diakat B ein, Rovafos ist ähnlich. Es gibt da zig verschiedene Absorber auf dem Markt, die einerseits das Phosphat aus dem Becken herausziehen und zum anderen, was diese Absorber auch alle machen, die ziehen Silikat mit aus dem Becken raus. Ist also auch relativ praktisch, wenn man Silikateintrag hat durch sein Osmosewasser, zieht es natürlich auch Sonnenmaterial mit raus. Funktionsweise eines Absorbers auf Eisenoxidbasis ist eigentlich recht einfach. Man bringt das in ein System ein und es muss vom Wasser umspült werden. Einfachste Variante ist ein Säckchen. Das sollte man dort positionieren, wo das Wasser nach Möglichkeit, ich sage es mal, fast gezwungenermaßen durch muss, um eine hohe Effizienz zu erreichen. Es sieht im Endeffekt so aus, dass das Wasser an diesen Teilchen dran vorbeifließt und sich das Phosphat oben auf der Oberfläche dann anreichert bzw. ablagert. Das zieht im Endeffekt komplette Phosphat oder zieht das Phosphat aus dem System raus. Nun gibt es mittlerweile auch Phosphatabsorber, die hingehen und sagen, okay, wir hören bei einem Wert von 0,04 auf. Ganz ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie es funktioniert, aber ich habe von vielen gehört, dass es funktioniert. Ist natürlich eine geile Sache. Somit ist natürlich gewährleistet, dass ich mein System nicht in Bezug auf Phosphat limitiere. Weil das ist auch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Unsere Korallen, unsere Zooxanthellen brauchen diese Nährstoffe, um natürlich wachsen zu können, um die Koralle versorgen zu können. Und wenn wir Phosphat unter der Limitierung haben oder unter der, nicht unter der Limitierung, unter der Nachweisgrenze haben und das auf Dauer oder längere Zeit, sterben uns natürlich auch die Korallen ab. Somit finde ich diese Absorber, die jetzt, ich sag's mal, einen gewissen Wert halten oder runterziehen bis zu diesem gewissen Wert, das ist natürlich eine richtig geile Sache. Namen dazu kann ich noch nicht nennen, könnt ihr aber googeln, sollte nicht das große Problem sein. Wie gesagt, ich habe momentan so viel Phosphat drin, ich brauche sowas nicht, weil ich grundsätzlich immer Absorber einsetze und auch nicht an die Limitierung rankomme in der Hinsicht. Die Limitierung, die ich habe, die schlägt sich bei mir im Nitrat nieder und da muss ich agieren. Da gibt es dementsprechend noch keine mir bekannten Mittel, die das Ganze verhindern. So, jetzt waren wir natürlich eben bei dem Säckchen, was ich irgendwo in meinem Filterbereich reinhänge und das natürlich umströmt und durchströmt werden soll. Was aber natürlich nicht so effizient ist, als wenn ich jetzt einen geschlossenen Behälter nehme. So, und ich setze hier zum Beispiel einen Wirbelbettfilter ein, den blende ich euch mal kurz ein. Und da ist es im Endeffekt so, dass ich an einer Seite eine Pumpe habe, die Aquarienwasser ansaugt, dann das Ganze in den Behälter reingepumpt wird und von unten nach oben das Material durchströmt wird. Also das gesamte Wasser, was reingepumpt wird, muss an diesem Material vorbei. Und das ist natürlich sehr viel effizienter und da kann natürlich auch sehr viel mehr Phosphat aus dem Becken herausgezogen werden. Nachteil ist natürlich auch, der Absorber ist wahrscheinlich relativ schnell voll
Und das merken wir im Prinzip nur daran, dass unser Wert wieder steigt. Also es gibt keine Regel, sozusagen, der Absorber hält jetzt 14 Tage und dann muss ich ihn rausnehmen. Wenn ich einen Absorber einsetze, messe ich an dem entsprechenden Tag, ich habe jetzt den Wert X, 0,08 zum Beispiel, und ich möchte runter. Messe dann ein paar Tage später wieder und schaue, ob das was gebracht hat oder ob ich sag's mal, mengenmäßig mehr von dem Material einsetzen muss. Wenn ich dann auf den entsprechenden Wert komme, und ich muss es ja ständig kontrollieren, das ist das Wichtige an der Sache, wenn man jetzt einen Absorber hat, der jetzt, ich sag mal, nicht bei einem Wert X aufhört. So, und durch regelmäßige Messung finde ich halt raus, ob irgendwas in meinem System nicht passt, ob der Absorber voll ist. Und so von der Erfahrung her ist es bei mir so, dass ich den nach 3 bis 4 Wochen austauschen muss. Dann steigt mein Phosphatwert wieder, dann sage ich wieder, okay, vom Fütterungsverhalten habe ich nichts geändert, es kann eigentlich dann nur der Absorber sein. Und den muss ich dann dementsprechend austauschen, neuen reinbringen und dann kann es dementsprechend weitergehen. Für das Einsetzen dieses Absorbers ist es ganz, ganz wichtig, dass der im Vorfeld ausgewaschen wird. Weil beim Diakat B ist es zum Beispiel ganz, ganz heftig. Da kommt eine richtig braune Brühe raus. Ich glaube, beim Robafos sieht es genauso aus. Also es muss im Vorfeld, bevor ich es ins Becken einsetze oder in einen Wirbelbettfilter einsetze, muss es dementsprechend gespült werden, bis es wirklich klar ist. Ansonsten trage ich das ganze Zeug in mein System rein, das will ich nicht, weil ich es dann anschließend auch nicht mehr rausbekomme. Gut, kommen wir zum Absorber in flüssiger Form. Und bei den Flüssigabsorbern ist es so, dass es, ich sage es mal, sogenannte Phosphatfinder sind. Die werden ins System eingebracht, ins gesamte System, verteilen sich dort und heften sich dort an ungebundenes Phosphat und machen daraus gebundenes Phosphat. Das ist dann diese Weißfärbung, die dann meistens kommt, wenn ich zum Beispiel Lantan einsetze. Ja, das Lantan, wenn ich es ins Becken einbringe, wird weißlich, das Becken bleibt eine Zeit lang weiß und dann wird es wieder klar. Das ist dann dieser Prozess, dass dieses Lantan sich an das Phosphat bindet oder ungefähr das Phosphat am Lantan gebunden wird und somit dann aus dem System durch Abschäumen wieder herausgetragen werden soll. Ich sage extra soll, weil wir natürlich genau die gleiche Problematik wie mit dem Futter haben. Wir haben eine Strömung, wir haben definitiv tote Stellen. Das Lantan nimmt definitiv das Phosphat auf und es geht auch sehr schnell, dass ich meinen Wert senken kann. Da ist auch wieder die Problematik. Da müsst ihr ganz tierisch aufpassen, dass ihr nicht zu viel von dem Material einsetzt, egal ob es jetzt Lantan ist. Was macht ihr zwei denn da schon wieder? Ein bisschen Randale, ja. Ja, ist nun mal so am frühen Morgen. Wo war ich? Beim Lantan, genau. Dass das Lantan sehr schnell den Phosphatwert senkt. Das heißt, ich muss es ganz, ganz vorsichtig einsetzen, weil ein zu schnelles Abnehmen des Phosphatwertes meine Korallen schädigen kann. Wenn ich Lantan einsetze hier im Becken, dosiere ich es so, dass es einen Wert zwischen 0,01 und 0,03 maximal an einem Tag runterzieht. Und ich setze es auch nicht alles auf einmal ein, sondern verteile es über den ganzen Tag. Das ist ganz wichtig, weil unsere Korallen mögen das überhaupt nicht, wenn Werte so schnell verändert werden. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Punkt zurück, dass die Lantan zwar sehr schnell und sehr gut funktioniert, aber es kann sich dementsprechend durch die Strömung an toten Ecken ansammeln und dann ist dieses gebundene, ich sag's mal, Phosphat sammelt sich da in einer Art Depot an und es kann von Bakterienstämmen geknackt werden und somit auch wieder freigesetzt werden. Also somit ist ein Einsatz im Hauptbecken von relativ, ich sag's mal, schlecht. Ich habe von einem Aquarianer gehört, Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, könnt ihr mir aber gerne nochmal unten in die Kommentare rein schreiben. Der geht hin und dosiert dieses Lantan direkt in den Abschäumer. Das ist eine sehr, sehr geile Sache, weil im Abschäumer reagiert das Material und wird auch direkt rausgetragen. Somit kann man den Phosphatwert natürlich auch relativ zügig, in Anführungszeichen zügig, senken, muss aber natürlich regelmäßig das Ganze über eine Dosierpumpe sehr fein und sehr gezielt reinbringen. Ich kenne dieses Verfahren nicht hundertprozentig, werde mich aber nochmal schlau machen darüber. Das ist nämlich relativ geil.
dass es direkt da unten im Abschirmer zugeführt wird und auch direkt aus dem System herausgetragen wird. Somit kann man Lantanen, ich sage jetzt mal, besser und gezielter einsetzen. Ja Leute, jetzt habe ich wieder relativ lange gequatscht, ist aber auch ein sehr umfangreiches Thema und ich versuche mich jetzt mal an einer Zusammenfassung. Also Fakt ist, das Phosphat ist grundsätzlich wichtig für unser System, weil unsere Korallen und die entsprechenden Symbiosealgen in unseren Korallen, die Zooxanthellen, das Phosphat brauchen, in einem gewissen Maße. In einem solchen Becken, wie ich es hier habe, ist ein Wert von 0,05 anzustreben. Es kann natürlich in anderen Becken und mit anderem Besatz, mit Weichkorallen und LPS, kann der Wert auch höher sein. Aber je niedriger der Wert ist, desto einfacher habe ich es im Endeffekt auch in Bezug auf meine Algen. Phosphat kommt in unterschiedlichen Formen in unsere Becken rein. Einmal übers Futter. Der Fischbesatz ist natürlich ein entsprechender Faktor. Habe ich mehr Fisch, muss ich mehr füttern und dementsprechend kommt auch mehr Phosphat ins Becken. Da ist dann natürlich die Frage, verträgt es mein System? Da muss ich dann schauen, wie viel fütter ich, wie viel verträgt mein System? Muss ich meinen Fischbestand anpassen oder habe ich andere Möglichkeiten, den Wert künstlich zu drücken? Wo man dann dementsprechend zu der Möglichkeit kommen, wie ich meinen Wert runterbekomme. Wie gesagt, einmal durch einen Wasserwechsel, da aber auch nur bedingt, da unser Gestein eine Pufferwirkung in Bezug auf Phosphat hat. Das ist so, da kann man auch nichts großartig gegen machen, außer natürlich schauen, dass weniger Phosphat ins System kommt und andererseits natürlich Phosphat aus dem System ausgetragen wird. Möglichkeiten, um Phosphat noch aus dem Becken rauszubekommen, sind Granulate, also sprich Phosphatabsorber auf Eisenoxidbasis und auf Aluminiumbasis, wobei bei den entsprechenden Absorbern auf Aluminiumbasis, die sollte man regelmäßig gegen Eisenoxid eine gewisse Zeit lang austauschen, damit sich das Aluminium nicht zu sehr im Becken anreichert. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, über Flüssigabsorber zu arbeiten. Hatte ich euch gesagt, es ist eine schnelle und einfache Variante, Phosphat aus dem Becken rauszubekommen, wobei man auch sehr darauf achten muss, wie man das einsetzt, dass es wirklich gering dosiert wird, dass der Abfall nicht zu schnell ist. Und ganz ehrlich gesagt, man sollte diese Flüssigabsorber nur tatsächlich im Notfall einsetzen, weil sie sich halt auch anreichern können und nicht immer komplett aus dem System rausgetragen werden und somit auch wieder Depots entstehen können. Ja, ihr seht, es ist wieder ein großes, komplexes Thema, schon fast wieder eine Wissenschaft für sich. Und ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen und entsprechend Sachen vermitteln. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, weil ich bin in dem Thema nicht hundertprozentig, ich sag's mal, the master of disaster. Ich gucke, dass ich das hier im Becken natürlich einigermaßen auf dem Level halte, setze auch dementsprechend meine Sachen ein. Also wenn ihr noch irgendwas anzumerken habt, schreibt es mir bitte runter in die Kommentare. Ich guck mal, wie ich es dann dementsprechend umsetze und weitervermitteln kann. Weil, wie gesagt, es sind Themen, die sehr komplex sind und wie gesagt, ich kann auch nicht alles behandeln und auch nicht alles wissen. Maße ich mir auch nicht an. Wie gesagt, es gab jemanden zum Beispiel mit dem Lantanen direkt in den Abschäumer. Da wäre ich vielleicht auch froh, wenn derjenige sich vielleicht mal bei mir melden würde, weil das würde ich ganz gerne mal durchexerzieren und euch das auch weitergeben. Ja, alles in allem, wie gesagt, habe ich genug geredet für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Seid ihr neu auf dem Kanal hier, abonniert ihn bitte, macht die Glocke an, dann hört ihr auch, wenn ich wieder was raushaue. Und ich denke mal, ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Weiber. Ciao.